4. April 2022. Frau Polizeidirektorin Kunz, Sie sind Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei im Deutschen Gewerkschaftsbund, DGB. Was war nochmal, wenn Sie es unseren Zuschauerinnen und Zuschauern erläutern könnten, der traurige Anlass für die heutige Kundgebung? Ja, wir haben zu Beginn eine kleine Gedenkveranstaltung nochmal organisiert in Gedenken an Jasmin und Alexander, die am 31. Januar im Rahmen ihrer Dienstausübung ums Leben gekommen sind und wollten dann bundesweit auch Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit geben, ihre Trauer kundzutun. Und wir haben im zweiten Teil eine Kundgebung auch organisiert, um dort auch klarzumachen, hey, wir stehen hier heute für Rechtsstaatlichkeit und Demokratie und wir wollten sprichwörtlich der Gesellschaft und der Politik den Spiegel vorhalten. Wie war die Anteilnahme heute? Wie war die Anteilnahme auch insgesamt in den letzten Wochen und Monaten? Wir schätzen mit ungefähr 1000 Teilnehmenden heute. Wir haben seit der Tat in Ulm mit viel Anteilnahme aus der Bevölkerung bekommen, aus der Kollegenschaft im gesamten Bundesgebiet, auch aus dem europäischen Raum, wo die Menschen kundgetan haben und ihre Anteilnahme zum Ausdruck gebracht haben wegen dem Tod unserer jungen Kollegin und unserem jungen Kollegen. Es gab ja nach diesem Doppelmord eine Gedenkveranstaltung, an der hat auch Frau Bundesinnenministerin Faeser in Frankfurt am Main bei den Kollegen der Bundespolizei teilgenommen. Ja, sehen Sie da auch ausreichend Wertschätzung und Anerkennung auch von der Bundespolitik, insbesondere auch von der Bundesministerin, die sich ja eben persönlich da eingefunden hat bei der Gedenkveranstaltung in Frankfurt am Main? Also die Bundesinnenministerin war ja auch zu dem Staatstrauerakt am 21. März in Kusel mit dabei. Ich denke schon, dass es auch für die Familien und für die Kolleginnen und Kollegen wichtig ist, dass solche politischen Repräsentanten dort auch sind. Insbesondere sie als Bundesinnenministerin dort auch anwesend ist. Das ist mit Sicherheit auch sehr wertschätzend. Was wir im Grunde genommen jetzt brauchen, ist gesellschaftlicher Rückhalt, politischer Rückhalt im Sinne von dem Rechtsstaat, der Polizei, der Justiz, auch das nötige Rüstzeug an die Hand zu geben, um Kriminalität zu bekämpfen. Gibt es denn eine Forderung von Ihrer Seite, eine politische Forderung an den Bund für mehr Sicherheit, Arbeitssicherheit für Polizeivollzugsbeamte bundesweit? Es ist natürlich im föderalen System, in dem wir sind, schwierig, da Polizei Ländersache ist, die Bundespolitik da in die Verantwortung zu nehmen. Aber ich finde, die Bundespolitik ist immer in gewisser Weise Vorbild für die Länder und hat insofern gute Vorarbeit geleistet und wird mit Sicherheit auch noch leisten können, was die Bundespolizei betrifft, was die personelle, die materielle Ausstattung, aber insbesondere auch was die monetäre Absicherung der Kolleginnen und Kollegen betrifft. Und hier im Land Rheinland-Pfalz, wie ist es da aufgestellt mit der Sicherheit für die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten? Also wir brauchen in jedem Fall, dass die Einstellungspolitik so bleibt, wie sie auch ist, dass wir bei den hohen Einstellungszahlen bleiben. Wir brauchen im spezialisierten Bereich, insbesondere bei der Bekämpfung der Internetkriminalität, noch weiterhin personelles und materielles fachliches Know-how, um da auch Schritt zu halten mit der Kriminalitätsbekämpfung. Ja, Frau Polizeidirektorin, vielen Dank für die Auskünfte. Gerne.